Einen wunderschönen guten Servus wünsche ich euch allen. Willkommen zu einer neuen Folge der Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition. Aber wie eigentlich alles in meinem Leben. Das war, glaube ich, eine der seltsamsten Anmoderationen auf diesem Kanal. Egal, wir machen einfach weiter mit Kapitel 19. Elementare Kristalle der Zeit. Beginnt ja schon mal relativ originalgetreu. Nice. Die Wanderung nach Treasure City dauerte einige Zeit und wir mussten die ganze Nacht wandern. Trotz der vielen Ereignisse und der schwierigen Reise in den letzten Tagen ist die Atmosphäre in unserem Five-Pokémon grundsätzlich gut. Wenn ich es versuche, kann ich es nicht genießen. Normalerweise denke ich über viele Dinge nach. Aus irgendeinem Grund interessierte mich wirklich, dass ich mich entscheiden musste, um die Welt zu retten. Und ich wusste nicht, dass ich in der Lage sein würde, die Schecks, die ich gerade bestanden hatte, aufzugeben. Ja, Geld aufgeben ist, YouTube-Partner fühle ich, schwere Sache. Wenn sie wirklich dazu verwendet werden würden, die richtigen Wähler zu bewerten, so müsste ich meine Grenzen überschreiten und etwas tun, was ich für unmöglich hielt. Ich habe große Angst, dass etwas schief geht oder ich versage. Jetzt will ich nur einen Unterschied wissen. Vielleicht bedeutet mein falscher Schachzug das Ende der Welt. Dieser Stress beeinflusste die ganze Reise stark und andere schienen sich auf das Ganze zu konzentrieren. Was ist mit Quinte passiert? Sehen Sie das eingebildet? Ich erklärte kurz, dass ich den Druck der Astronomie von meinem Job spürte. Quint arbeitet bei der NASA. Aber Floink lachte nur. Quintia hoffnungsvoll. Ich sage, es ist alles in Ordnung, wie schwierig es ist. Sobald sie alle grundlegenden Weihnachten haben, wird der Krieg mit Latias kein Hindernis mehr sein. Innerhalb einer Woche werden wir bei ihnen sein und können den Rest ihres Lebens haben. Warum sind Floink und Bisasam so seltsam in dieser... Ich glaube wirklich, dass in dieser Version der Geschichte Floink die Rolle des verrückten Wissenschaftlers einnimmt und nicht Nick Schrosma. Immer wieder versprechen. Trotz all meiner Bemühungen kann ich solche Hoffnung immer noch nicht zeigen. Und trotzdem bin ich froh, dass andere zu mir stehen können und es tun. Obwohl erst heute Morgen, als wir ankamen, begrüßten uns viele alte Freunde von Saudi-Stadt mit Doppel-T am Ende. Was? Die Teilnehmer der Gilde interessierten sich besonders für die Ereignisse, die mit Annos in den letzten Monaten stattfanden. Aber Lord Ecke macht wieder das, was er eigentlich die gesamte Geschichte macht. Warf sie sofort weg. Warum? Warum wirft jeder mit Pokémon um sich? Wie wir alle war er von der Reise besonders müde und wir schworen kurz, dass wir ihnen am Ende der Geschichte alles erzählen würden. Nachdem es komplett geschlossen war, einigten wir uns mit Hilfe von Lapra auf Time Lapra. Das Ziffernblatt zeigt auf die dortigen Tore, um die Zeitelemente zu steuern. Lapras überraschte uns zunächst. Da er die meiste Zeit am Strand verbringt, fühlte er sich nicht verärgert und in der Innenstadt, aber er versicherte uns, dass er uns helfen würde. Versteckt auf dem Weg zum Göttlichen, also zu mir, hatten wir alles, was wir dem Guerilla-Kämpfer nach dieser Erfahrung erzählen wollten. In der Folge errichteten wir nach dem Baden das Versteck und der Hof blieb stundenlang bestehen. Er fand sich wieder ruhig, im Gegensatz zu damals, als ich verloren war. Aha. Ich glaube, man hat schon an meiner Vorleseart bemerkt, was ich mir gedacht habe. In voller Höhe erreichten wir die Spitze des Sees. Seit wann hatten sie eine Spitze? Dialga, die, Alter, kann vielleicht mal irgendwer sein Geschlecht behalten?
Jalga, die dort zuschaute, war bei unserer Ankunft besonders schockiert. Sie? Warum sind Sie zurückgekommen? Wir sind hier, weil wir Grundstrom brauchen, damit der Planet nicht schwarz wird. Ich möchte die Erfahrung weitergeben. Nun, ich habe gehört. Ich kenne deine Stärken, aber ich möchte dich fragen, gehst du wirklich dieses Risiko ein? Die kleinen Dinge, die ich versucht habe, wurden nie gesehen. Ich bin mir sicher, dass ich keine andere Wahl habe. Naha, ich werfe dir einen Testplatz. Was? Ja, warum bin ich denn? Ich verstehe nichts mehr. Warum sitze ich hier? Deine anderen Leute, bitte lass diesen Stein. Der Herr hat ihn endlich verlassen. Lord Ecke wandte sich wieder um. Wenn du dein Ziel erreicht hast, komm sofort zurück, okay? Wenn du ihn brauchst, sei glücklich. Nachdem er die Einheit verlassen hatte, musste ich auch Dialga fragen, wie die Gesamterfahrung war. Ich befand mich plötzlich an einem fremden Ort. Es sieht nicht besonders gut aus. Im Gegenteil, es klingt wie ein Traum. Die Art und Weise, hier zu dominieren, ist unglaublich. T-Pose. So, wir machen hier jetzt kurze 10 Sekunden, in denen bitte alle vor ihren Bildschirmen T-Posen. Gut, weiter geht's. Ich habe noch nie so einen Ort gesehen und kann es mir nicht einmal vorstellen, zum Schweigen gebracht werden. Willkommen an dem Ort, an dem sie zum ersten Mal aufgenommen, an dem sie Quintett zum ersten Mal aufgenommen haben. Ich hoffe, sie sind auf diesen Weg gekommen. Dieser Test mag ihr härtester Test sein, aber es ist für sie im Übrigen am einfachsten zu erraten. Das sind ihre Chancen. Das Letzte ist es, umzukehren. Bist du wirklich bereit, dich mit allem auseinanderzusetzen? Du wirst auf einige Einschränkungen warten müssen und nicht akzeptieren müssen, ob du es schaffen wirst oder nicht. Endlich! Ich habe Angst, aber ich weiß, dass es keine andere Wahl gibt. Ich habe andererseits einen tiefen Eindruck hinterlassen. Dieses Projekt bei mir auch. Ja, ich bin bereit. Ich habe mich immer gefragt, ob diese Person, die jemals dort war, meinen Namen kennt und anschließend alles kontrolliert, was passiert. Warum bezweifle ich das? Trotzdem fragte ich nicht, weil ich keine Antworten erwartete, die mir helfen würde. Aber ich würde sie jeden Tag finden. Zugegeben, ich habe nicht erwartet, dass sie noch etwas anderes haben. Folgen Sie mir. Ein wunderbarer Knopf tauchte vor mir in der Luft auf und ragte mit einem erhobenen Auge heraus. Was? Knöpfe mit Augen am Start, Digga. Der legendäre, sinnlose Knopf. Ich folgte ihm lange und hörte eine Stimme. Leider muss ich alles kontrollieren, auch sie, aber ich bin ein Anwalt dieser Christen und daher ist es meine Pflicht. Was? Mir wird das wieder zu religiös. Ich kenne sie und ihre Erfahrungen, aber trotz vieler Dinge muss es sein, dass ich die Macht, dich zu kontrollieren und wirklich derjenige zu sein, der von der dunklen Opposition profitieren kann. Ich könnte jetzt natürlich sagen, meinst du damit die GroKo? Wenn du denkst, dass der Kampf leicht sein wird, dann liegst du falsch. Diese Erfahrungen werden für dich schwierig sein. Es wird schwierig sein. Ich glaube, das hast du schon mal gesagt. Es ist Alzheimer, oder? Aber wenn du Erfolg hast, wird alles andere aus allem herauskommen, was du zuvor erlebt hast. Während ich zuhörte und Musik hörte, wurde ich immer schwächer, bis ich plötzlich unfähig war, damit umzugehen. Ich saß auf dem Baum und konnte mich nicht bewegen. Natürlich war ich nicht so stark, also habe ich den Test nicht bestanden, weil ich Latia plötzlich vor mir sah. Super!
hier so komplett selbstverständlich. Natürlich war ich nicht so stark, also habe ich einen Test halt nicht bestanden. Passiert, juckt ja keinen. Es scheint, als würde ich mich an das letzte Treffen erinnern, als sie... Jetzt bin ich in der Zeile verrutscht. Als sie mich ansah, schien die Trauer, die über sie floss, größer zu werden und ihre Augen zitterten. Du bist ein bitterer Feind als ich, weil du es nicht erwartest. Du kannst es nicht einmal vor deinen Schafen verhindern. Tatsächlich ist es eine Schande. Ich wünschte, ich könnte um diesen Preis bitten. Ich kann dich zurück in deine Welt bringen, in der menschlichen Welt. Du kannst in Frieden leben und den armen Pokémon leicht folgen. Also sterben. Hast du einen Konflikt mit ihnen? Naja, also Bulbasaur belästigt mich regelmäßig und Lord Ecke wirft mich eigentlich immer weg, wenn er mich sieht. Deswegen, ja, dies ist ihre Welt, nicht deine. Was sagst du jetzt? Latias hat diesen Service für mich erbracht und es tat mir so leid, mich heute schämen zu müssen, dass ich ihr Angebot annehmen würde. Digga, dieser Generator verändert den Sinn um, Digga, der dreht einfach 180 Grad den Sinn rum, dieser Scheiß hier. Ah, scheiße, ich hab den Disclaimer am Anfang vergessen, scheiß drauf. Aber mit der Zeit wurde mir klar, dass das, was sie sagte, falsch war. Nein, solange es Hoffnung gibt, werde ich den Krieg nicht aufgeben. Diese Welt ist nicht weniger als die der Menschen. Diese armen Pokémon sind meine Freunde. Mein Wunsch entgegen meinem Wunsch. Verschwand es spurlos. Die Wache. Die Stimme hörte. Glücklich, sie haben die Zeit des Kristalltests bestanden. Du hast deine Angst aufgehoben und dir gezeigt, wo du wirklich bist. Plötzlich verschwand der Ton und ich verlor das Bewusstsein. Und wir lassen es bei diesem Kapitel, Leute. Das nächste wäre zwar nicht so lang, aber ich bin auch mit den Blättern, die ich bisher ausgedruckt habe, so ziemlich am Ende. Wir nähern uns auch dem Ende des Projekts mit großen Schritten. 2-3 Folgen noch und wir haben das große Finale. Ich würde schätzen, übernächste. Für heute sind wir aber fertig. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann drückt doch mal auf den nicht ganz sinnlosen Knopf, der wie aus dem Nichts erscheint. Nämlich den roten Abonnieren-Knopf. Falls ihr bereits abonniert habt, könnt ihr auf den zweiten mysteriösen blauen Knopf drücken, auf dem ein Daumen abgebildet ist, der nach oben zeigt. Ich glaube, ich werde durch das Projekt noch blöder als ohnehin schon.